Haustür, höflich verbeugte sich der Mäuserich vor der Tür. Sie haben doch bei Tage ihre Augen offen und können uns bestimmt behilflich sein. Sie wissen doch bestimmt Rat. Werte Herr Mäuserich, schnarrte die Tür, ich danke Ihnen für Ihre wohlwollenden Worte. Gerne stehe ich Ihnen mit meinem Wissen zur Verfügung. Wissen Sie, was üblicherweise mit einem Brief passiert? fragte der Mäuserich. Selbstverständlich, selbstverständlich, sagte die Tür. Der Briefträger kommt, holt ihn aus dem Kasten und steckt ihn in seine Tasche. Dann trägt er ihn fort. Wohin denn? fragte der Mäuserich. Ja, das weiß ich aber nun auch nicht, sagte die Tür. So weit kann ich nicht blicken. Nur bis zur nächsten Ecke. Das ist aber nun höchst bedauerlich, sagte der Mäuserich. Aber, sagte die Tür, der Hund, der schwarze Hund aus der Nachbargasse, der läuft oft hinter dem Briefträger hinterher. Ich mag ihn nicht besonders, weil er immer an mir herumschnüffelt. Aber vielleicht weiß er Rat. In der Not muss man zusammenhalten. Ich werde ihn rufen lassen. Die Tür schnarrte der nächsten Haustür etwas zu, die knarrte zurück und schnarrte der nächsten Tür etwas zu und diese wieder der nächsten und so weiter und so fort die ganze Gasse entlang und in die nächste hinein. Kurze Zeit später hörten der Mäuserich und der Brief den Hund herbeilaufen. Gut, dass das keine Katze ist, dachte sich der Mäuserich. Interessiert schnüffelte der Hund an der alten Tür. Die er empört aufknarrte. und an den Brief, der zitternd an die Wand gedrückt dort stand. Dann erst entdeckte er den Mäuserich. Guten Abend, Maus, brummte er. Man sagte mir, hier werde meine Hilfe gebraucht. Was kann ich tun? Nun, das kann dir am besten hier unser Freund, der Brief, erklären, sagte der Mäuserich. Und der Brief begann dem Hund seine Geschichte zu erzählen, dass der Briefträger ihn fallen gelassen hat, und er doch zu Herrn Franz Karl Schlotenbeck musste und nicht wusste, wie er dorthin kommen sollte, so ganz ohne Briefträger. So, so, machte der Hund und kratzte sich nachdenklich mit seiner Foto auf der Nase herum. Nun ja, der Briefträger bringt alle Briefe, die er auch aus den anderen Briefkästen holt, zu einem großen Haus. Einmal bin ich dort mit hingelaufen. Aber wie es dann weitergeht, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das Einzige, was ich gesehen habe, war, dass auch alle Briefe wieder herauskommen und wieder Briefträger sie in ihre Taschen packen und vortragen. Und es sind viele, viele Briefträger. Ob wir da den richtigen finden? Enttäuscht knickte der Brief noch etwas weiter zusammen und seufzte. Gibt es denn gar keine andere Lösung? fragte der Mäuserich. Nun ja sagte der hund ich könnte den brief doch befördern ich habe früher für mein herrchen die zeitung vom kiosk geholt so ähnlich müsste auch ein brieftransport funktionieren ich habe die zeitung zwischen die zähne entsetzt quietschte der brief auf zwischen die zähne nein nein nicht mit mir ich bin ja vorsichtig die zeitung hat sich jedenfalls noch nie beschwert selbst wenn es so gehen könnte wandte nun der mäuserich ein Woher wissen wir, wohin Sie den Brief tragen müssen? Nun schwiegen alle vier. Der Brief, die Maus, der Hund und die Tür. Da meldete sich eine Stimme von oben. Das rechte Fenster rief leise hinab. Ich weiß, woher Franz Karl Schlotenbeck wohnt. Ich weiß es. Stolz wackelte es etwas mit dem verrenkten Fensterladen. Aufgeregt wandten sich die vier von unten an das Fenster. Nun sagen sie schon. Na da drüben, sagte das Fenster und zeigte mit dem intakten Fensterladen auf ein Haus am Ende der Gasse. Alte Gasse neun. Nun passierte alles schnell. Der Hund nahm vorsichtig den Brief zwischen seine Zähne. Dieser quietschte zwar auf, verhielt sich aber still und zappelte nicht weiter herum. Dann trottete der Hund los. Der Mäuserich lief neben ihm her. Vor dem Haus angekommen sahen sie ein großes Namensschild. Franz Karl Schlotenbeck stand darauf, wie der Mäuserich versicherte. Der Hund stellte den Brief vorsichtig auf der Fußmatte ab. Pro wieder auf eigenen Beinen zu stehen, bedankte sich der Brief bei der Maus und dem Hund für ihre Hilfe und ließ dem alten Haus noch Wünsche ausrichten. Der Brief stellte sich mit dem Gesicht zur Tür und wartete darauf, dass sie geöffnet wurde. Und so konnten seine Begleiter den Absender des Briefes lesen, der die ganze Zeit auf der Rückseite gestanden hatte. Absender? Franz Karl Schlotenbeck. »Das ist aber merkwürdig«, raunte der Mäuserich dem Hund zu. Aber da wurde schon die Tür geöffnet, und der alte Mann schlurfte heraus, sah den Brief, der ihn erwartungsvoll ansah, lächelte und nahm ihn in seine Hand. Dann ging er in sein Haus und schloss die Tür hinter sich. Da eine Maus und ein Hund von Natur aus neugierig sind, schlichen beide um das Haus herum, bis sie Herrn Franz Karl Schlotenbeck durch ein Fenster am Küchentisch sehen konnte. Der Hund stellte sich vor dem Fensterbrett auf, und der wagemutige Mäuserich kletterte an ihm hoch, bis auf das Fensterbrett. Und er sah in die Küche hinein. Da saß nun Herr Schlotenbeck am Küchentisch und betrachtete liebevoll den Brief in seiner Hand. Vorsichtig hielt er den Briefumschlag über den Dampf seines Frühstückstees und öffnete ihn. Heraus fiel Sonnenschein, Gesang, Worte und viele, viele bunte Erinnerungen. Die sammelte Herr Schlotenbeck fein säuberlich ein, sah sie genau an, drehte sie hin und her, lächelte und weinte ein wenig, dann legte er sie behutsam zurück in den Brief. Er klebte ihn wieder zu, fügte eine weitere Briefmarke den vielen Briefmarken hinzu. Diesmal eine mit einem großen Gebäude darauf. Heute Abend würde er den Brief zum Briefkasten bringen, dachte Herr Franz Karl Schlotenbeck. Der Mäuserich aber berichtete dem Hund, der alten Haustür, dem Fensterladen und dem alten Haus ganz genau, was er gesehen hatte. Und nun wußte das Haus endlich, was da in dem Brief zappelte und rappelte, und warum in dem Briefkasten nachts die Sonne schien, und warum all die sonderbarsten Dinge dort geschahen. Denn in dem Brief und in dem Briefkasten lebten die Erinnerungen des Herrn Franz Karl Schlotenbeck. Als der alte Mann am Abend den Brief behutsam aus seiner Jackentasche zog, um ihn in den Briefkasten zu werfen, winkte dieser kurz mit der linken verknickten Ecke seinen Freunden zu dem alten Haus, den beiden Fenstern, der alten Tür, dem Mäuserich, der vor der Tür saß, und dem alten Hund, der schnüffelte zu dem alten Mann herauf, und von nun an begleitete der Hund den alten Mann jeden Abend nach Hause.